Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr, wenn ihr zum Beispiel Minecraft, also heute sind wir am PC, ne? Das war, eigentlich wollte ich im Kinderzimmer aufnehmen, aber, ne? Es ging leider nicht. Mein Bruder hat ein Spiel gespielt, ne? Und dann hat er genervt. Deswegen habe ich jetzt im Wohnzimmer aufgenommen. Und im Wohnzimmer sind eigentlich, meine zwei Wellensittiche, ne, meine drei Wellensittiche. Ne, und die waren halt viel zu laut, deswegen habe ich die ins Kinderzimmer abgestellt. Das war ein ganz großes Gebot. Ich habe erstmal auch versucht, von meinem Vater im Zimmer, von meiner Mutter im Zimmer aufzunehmen. Hat aber auch nicht ganz gut geklappt, weil mein Vater am PC sein wollte. Und dann habe ich mich entschieden, die Vögel ins Kinderzimmer zu bringen und hier im Wohnzimmer dann aufzunehmen. Auf jeden Fall, Fenster ist offen, Balkon, Tür ist offen. Das heißt, ihr könntet von draußen ein paar Geräusche hören. Das tut mir dann wirklich völlig leid. Auf jeden Fall, heute will ich euch zeigen, wie ihr, wenn ihr zum Beispiel irgendwas mit MC Leaks hattet, ne, wenn ihr mal MC Leaks hattet und euch danach nicht mehr in Minecraft, in euer normalen Minecraft-Account nicht mehr einloggen könnt, ne, und aber ihr dann ausgeht, dass irgendwas anderes ist statt MC Leaks, weil ihr MC Leaks gelöscht habt, ne, dann liegt es trotzdem wahrscheinlich an MC Leaks, weil ihr es nicht löschen sollt, also ihr könnt es löschen, oder habt, ja, ihr könnt es löschen, aber ihr müsst MC Leaks ausschalten. Wie, ja. Sonst könnt ihr euch nicht einloggen, weil wenn ihr es anschalten, wenn ihr das mit dem, ich zeige euch das mal. Also, wenn ihr zum Beispiel MC Leaks heruntergeladen habt, ne, dann ist ja dieses Teil hier da. Und ladet es am besten auch mal herunter, wenn ihr es gelöscht habt, ne, dann kommt das hier. Dann seid ihr bestimmt hier drauf. Hier, bam. Ne? Ne, hier. Und dann ist es auch schon klar, dass es daran liegt, weil das hier, wenn ihr hier drauf seid, dann verbindet sich MC Leaks mit eurem Minecraft-Launcher, ne, und die, das verhindert dann, dass ihr euch mit normalen E-Mails anmelden könnt. Weil das aktiviert halt, dass ihr euch nur mit alten Tokens anmelden könnt, deswegen funktioniert dann eure E-Mail nicht mehr. Ne? Und deswegen müsst ihr einfach, ganz einfach hier, ne, ihr müsst einfach, wenn ihr diesen Fenster habt hier, ne, dann müsst ihr einfach nur von hier ab zu Mojang wieder zurückkehren, ok, hier, ok drücken, ne, dann klickt ihr ein paar Mal nochmal drauf, also mache ich einfach nur mal so. Auf jeden Fall, dann könnt ihr es einfach wieder schließen, ne, und dann müsste es eigentlich schon klappen. Habe ich komplett versucht, das klappt wirklich, das ist wirklich ein ganz kleines Tutorial. Ich kann es euch schon mal zeigen. Bam, gehen wir auf Google rauf. So, MC Leaks, wundert euch nicht, unten steht ein Akku, weil ich gerade auf dem Gaming-Laptop bin und der hat viel mehr Leistung, als man normalen PC hat. Viel mehr, wirklich viel mehr. Das ist die letzte Version von Acer 5. Auf jeden Fall keine Werbung. Ich gehe mal hier drauf. Kosten. So, und dann kann man hier halt, wenn ihr es von hier euch, nee, von hier es euch heruntergeladen habt, ne, Download für Windows, dann ladet euch das einfach nochmal herunter von da. Und dann zieht ihr euch am besten auf den Desktop, ne? Und geht ihr einfach rauf und geht von MC Leaks. Ihr seid wahrscheinlich dann auf ich erkläre es einfach nochmal. Ihr seid dann auf MC Leaks, ne? Ihr klickt dann einfach auf Mojang. Bam. Fertig. Geht raus. Geht in euer Minecraft Launcher rein. Und es wird dann einfach, höchstwahrscheinlich müsst ihr euch dann einfach nur dann loggt euch einfach ein und es funktioniert. Ja, dann sind wir fertig. Das ist, ja. Und ihr habt dann immer noch euren anderen Accounts, die ihr euch geholt habt von da. Nee, es geht nicht mehr. Ich kann es euch mal zeigen. Na. Oh nee, warte. Ich muss ganz überlegen. Wie könnt ihr euch denn hier anmelden? Beispielsweise gerade, ich weiß, ich benutze zum ersten Mal so diesen Aufnahmeprogramm. Ne? Und ich habe halt noch keine Programm, mit dem man halt zensieren kann und so alles. Das weiß ich leider noch nicht, wie es geht, deswegen will ich mich nicht anmelden. Ich hoffe, dann wird es auf jeden Fall klappen. Warte, ich probier's mal, weil. Bam. Der Account, wo ich gerade raufgegangen bin, wurde gelöscht. Weil ich MC Leaks nicht aktiviert habe.
Ihr könnt einfach, wenn ihr das habt, könnt ihr einfach MC Leaks aktivieren. Wenn ihr schon euer Account auf Dings habt, könnt ihr MC Leaks aktivieren. Bam. Dann müsst ihr Minecraft wieder neu starten. Fenster schließen. So, dann werden auch wieder die Accounts, die ihr euch generiert habt, funktionieren. Hoffentlich, also. Yep, hier funktioniert das wieder. Könnt ihr auf Spielen gehen. Und ich habe mir nur die Accounts hier rausgezogen, die auf, wie soll ich sagen? Achso, die auf GTM spielen können, hier. Das funktioniert auf GTM, also. GTM hat nicht so eine krasse Abwehr und GTM ist so nicht ein richtig krasser Server. Auf jeden Fall, also es funktioniert hier. Okay, Rüstungsback muss ganz warten. Oder egal, warte, ich geh mal hier raus jetzt. Rüstungsback wird gleich geladen, aber egal. Auf jeden Fall, dann würde ich noch Tverion empfehlen, auch ganz gut. Und ich glaube, mit diesen Accounts habt ihr auch fast immer, habt ihr fast immer hier drauf Premium. Ne? Ich kann es euch auch ganz gut zeigen. Geht das so? Du bist bereits hier ein Premium-Spieler. Ne? Aber die meisten Accounts, die Premium sind, sind auch hier. Haben hier Quatsch gemacht, also jetzt hier, wie ich es hier zeigen kann. Gemutet. Manche für permanent, manche für, keine Ahnung, ein paar Stunden, ein paar Tage, für Monate oder so lang. Ne? Auf jeden Fall. Mit diesem Account bin ich für permanent gemütet, das heißt, ich kann jetzt nie wieder hier was reinschreiben oder paar Sachen nicht mehr betreten. Aber ich habe dann noch einen Account, mit dem ich das machen kann. Und ich kann auch einfach mir nochmal einen Account generieren lassen, gucken, welcher funktioniert. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Das war's mit diesem Video. Das war auf jeden Fall ein kurzes Video. Auf jeden Fall, ich werde euch nochmal zeigen, wie ihr MC Leaks ganz schön verwenden könnt und euch Accounts generieren könnt. Also Minecraft kostenlos spielen könnt. Ne? Kostenlos Minecraft erhalten könnt. Dazu werde ich nochmal auch ein Tutorial machen. Das wird aber nicht heute passieren, weil gleich kommt meine Cousine und alles. Ne? Also Gäste kommen gleich. Ja, deswegen habe ich ganz schnell dieses Video gedreht, um euch zu zeigen, falls ihr euch nicht einloggt mit euren alten Account, mit eurem normalen Account, mit eurem Hauptaccount, dann müsst ihr einfach nur MC Leaks. Ich mach's nochmal. Ich bin jetzt, warte, ich kann euch mal zeigen. MC Leaks ist, glaube ich, jetzt aktiviert. Ne? Und dann kann ich mich, glaube ich, nicht in mein. Doch, das funktioniert. Also MC Leaks könnt ihr eigentlich anbehalten, sobald ihr euren normalen Account habt. Ne? Nicht, dass ihr aus Versehen auf den anderen Account geht und die dann automatisch gekickt werden. Hier. Auf jeden Fall ist mein Hauptaccount. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat. Ne? Außerdem, wenn immer dieses. Also ich wollte euch noch was sagen. Dieses Programm macht halt so ein. Wie nennt man das? Also ich benutze. Gibt halt eine Mausoption.